Oliver Siebeck das dann übernommen hat, wirklich. Aber ich finde, Für das, was er da macht, ist es sehr für gut. das, was er macht, ist es sehr gut, ja. Das sage ich ja nicht. Ich meine nur, dass die Rolle falsch besetzt wird. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich denke, dass du das sagst, Ray, sondern ich wollte mich da nur mehr zu äußern. Ich habe das auch nicht so aufgefasst. Hat jemand die Avatar-Serie gesehen und kann mir sagen, ob sich das lohnt? Ich habe noch nicht reingeguckt. Die ist jetzt auch schon draußen. Keine Ahnung. Sup, sup. Hallo, Guru. Hast du was Leckeres zu essen gefunden? Hast du was gefunden? Dass du nicht reinschaufeln kannst? Ihr hört euch das auf Portugiesisch an, dann wisst ihr, wie gut es auf Deutsch war bei Dragon Ball. Da, ey, immer wenn ich Portugiesisch höre, ne, hat er noch Sauerkirschmarmelade. Ist das schlecht? Magst du Sauerkirschmarmelade nicht? Aber wenn man satt war, so ist es. Was soll ich jetzt sagen? Die Digitation von Agumon auf Portugiesisch. Das Beste, was ich in meinem Leben je gehört habe. Absolut krank. Also ich habe SpongeBob nicht gesehen, aber ich fand die erste Stimme schon echt schlimm. Ja, also es ist schon, geht schon. Also Oliver Siebeck passt besser, aber das ist ja, was wir meinen. Also es geht nicht darum, dass es halt nicht, also es passt nicht. Aber dafür, was er tut, hat er das halt schon gut gemacht, finde ich. Also Sauerkirschmarmelade ist Peak, was soll das denn? Sauerkirschmarmelade finde ich auch geil, ja. Das ist so geil. Bin kein Marmelade-Fan, aber wenn muss, dann Himbeer. Himbeer krass, ja. Ich mag Himbeeren insgesamt sehr gerne. Ja, da sage ich nichts. Die erste Stimme wäre okay gewesen, wenn man ihn nur 20 Folgen gesehen hätte. Aber dadurch, dass Vegeta dann halt Maincast wurde, geht gar nicht. Ist so. Also Siebeck macht das schon tausendmal besser. Ich liebe Oliver Siebeck als Vegeta. Voll. Also voll. Aber mir ist es halt nur wieder aufgefallen, als wir es mal wieder geguckt haben, wie dass es halt gar nicht so schlimm ist, wie ich das in Erinnerung hatte. Auch nicht Joghurt oder so mit Fruchtgeschmack. Wer hat den Song requested? The Raz. Wie ist es eigentlich mit dem Sound von Elden Ring? Stört das da? So interferiert das oder was geht da ab? Nee, gut. Das ist ein 1 von 9 Quest-Song. 1 gegen 9. Sagt man so, lol. Weißt du eigentlich, ob das was bringt, wenn ich das. Wenn ich das Siegel aufwerte für die Waffenverzauberung. Schon manchmal böse, der Typ, gell? Schon manchmal ein bisschen böse. Du weißt, wen ich meine. Thank you.
Heißt eigentlich Money Boy. Es gibt zwei Lieder, die ich ganz gerne mag. Und das liegt aber nicht an Money Boy, sondern an den Produzenten. Also ich bin ja, ich mache ja selber Musik und mir ist halt aufgefallen, dass die Arbeit, das, was man immer hört von den Rappern, da denkt man, man denkt als Konsument immer, ja, die machen da so viel, aber eigentlich ist die Zauberei das, was die Produzenten abliefern. Und es gibt halt einen Song von Money Boy, wo einfach, das ist einfach krass. Also, was der Produzent aus ihm gemacht hat, da war schon heftig. Also. Lilly, Alter, 7 Tage, 12 Stunden, danke dafür, echt. Nice, Lilly. Big in Japan. No. Big in Japan. Hast du? No. Trau ich nicht nachzugucken. Was nachzugucken? Ich kann für dich nachgucken, Koro. Was nachgucken? Was die Watchtime ist. Achso, die Watchtime. Ich weiß ungefähr, was Watchtime von Koro ist. 11 Tage, 17 Stunden, ja. Heftig. Geil, echt. Ist doch mega gut. Voll geil. Dankeschön. Es wäre auch so geil, wenn wir irgendwie machen könnten, dass man so, so wie so dieses Mod-Emote und so weiter, dass wenn man das machen könnte anhand von Zeit, die man schon da ist, weil dann würde ich echt machen, wenn jemand, sobald jemand einen Monat hittet, dass man da ein extra Ding kriegt und so. Mehr hier als in Warframe, period. Ich hoffe, du hast hier mehr Spaß auch als in Warframe. Danke für den Lurk, Lilly. Was hältst du von Money Boy Koro? Na, du willst hören? Ja, natürlich. Hier habe ich mehr Spaß als überall anders. Das will ich hören, ehrlich gesagt, ja. Aber nur wenn es stimmt. Ja, natürlich, hier habe ich mehr Spaß als überall anders. Ich habe hier auch mehr Spaß als überall anders. Schmeckt's? Ja. Big in Japan. Was kommt denn da alles noch Schönes? Will ich nicht sagen. Will sie nicht sagen. Warum nicht? Weil die Leute wahrscheinlich jetzt schon denken, ich bin so ein verfressenes Stück, was nur Süßkram frisst. Aber das ist doch okay. Ich habe heute einen Apfel gegessen. Aber ich denke schon, weil dadurch wird... Achso, das ist Anjoli. Ja, ich feiere Money Boy, beziehungsweise habe ihn gefeiert, verfolge Rap-Szene ja schon eine Weile nicht mehr. Das ist bei mir auch so ein bisschen das Problem. Vor allem, ich bin dann immer schockiert, wenn ich wieder... Es ist halt so scheiße. Wenn man halt ein bisschen Ahnung von dieser ganzen Sound-Materie Ahnung hat, dann ist das so... Dann ist es halt immer so, weil ich höre halt, wie billig das alles immer produziert ist. Gerade so Zeug wie irgendwie T-Lo oder so. Da, boah. Weil T-Lo ist einfach gar nichts. Das sind Mix und McCloud, die das machen. Oder sind es die Crates? Ich weiß gar nicht. Eine von den Vieren. Und die sind halt krass. Ja, Koro, es liegt daran, dass ich immer das Gefühl habe, dass mein Süßigkeitenkonsum im Gegensatz zu anderen viel zu hoch ist. Und ich weiß, dass Süßkram nichts an sich Schlimmes ist zu essen. Aber es zählt nicht als gesundes Lebensmittel, leider.
Das hört man ja so gar nicht. Es war recht leise, ja. Alter, hat mich das Klopfen gerade erschreckt. Genau, das war der Plan vom Regine. Kommt ja nur darauf an, wie du es ausgleichst und wie dein Körper drauf ist. Okay, dann vielleicht doch. Also ich glaube ehrlich gesagt, mein Körper hat damit wirklich sehr, sehr, sehr wenige Probleme. Was? Das ist voll Jinxen, was du machst. Also würdest du sagen, von dem Konsum, was ich an Süßigkeiten essen, würde man mir das ansehen? Würdest, also, weißt du, was ich meine? So, Ja, nee. überhaupt nicht, ne? Ja, aber es ist ja trotzdem ungesund. Ich wünschte, ich würde halt so voll viel Sport als Ausgleich machen. Machen wir bald wieder. Geht es dann los? Weil wenn du Und Mai 15. habe ich dann 20 Kilo runter. Denkst du, andere denken schlecht über dich, weil du ungesund isst? Ich weiß, dass das einige denken, weil mir das einige auch schon gesagt haben. Und das fühlt sich immer ganz blöd an. Bei der Maxi sind die Ärzte, sagen auch immer, oh, sind sie krank? Weil die Ja. Maxi halt ganz, 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 ganz helle Haut hat. Maxi hat ultra die Porzellanhaut. Und dann sieht sie halt immer krank aus. Für manche Leute, weil sie nicht braun gebrannt ist. Ist auch witzig, weil ich muss nie was beim Arzt sagen, sondern ich sage, ich bin krank und dann sagen die, ah ja, das sieht man ihn an. Ja, danke schön, du Wichser, ich bin gar nicht krank, ich will nur eine Krankmeldung. Ich meine, uns hier. Die werden direkt gebannt, so ist es. Kann leider nicht mein komplettes Sollen die Umfeld alle bannen. erstmal von ihrer eigenen Haustür kehren, bevor man sich um andere Sorgen macht? Ja, das Problem ist, dass Menschen halt sich gerne um anderen Dreck scheren, weil sie sich halt nicht mit ihrem eigenen Dreck auseinandersetzen wollen. Und dann ist es einfacher, auf irgendwelchen Leuten rumzuhacken, als selbst was zu ändern. Alter, ich muss mir morgen Instant-Pflaster kaufen gehen, mein Sack juckt. Okay. Let's go. Solange du keine lebendigen Hundebabys isst, ist mir doch egal, ob du dir drei Packungen Knoppersriegel pro Kral reinschaufst. Es ist leichter, sich die Fehler anderer anzusehen, als an den eigenen zu arbeiten. Dankeschön, Res, genau. Der Res packt, was ich sage, meistens so schön in Worte. Der Res ist sehr gut in Sachen in Worte packen. Und ich bin immer so straight up voll in die Fresse und er ist immer so voll Poesie. Mann, Doc, hör auf, mir die Worte aus dem Mund zu nehmen. Aber ich denke mir auch so, ne, wenn man so wenig Fehler an anderen sieht, dass man sich darüber aufregen muss, ne, und urteilen muss, was andere essen, ja, dann weiß ich auch nicht, ne. Kommt aber drauf an, was, aber im Endeffekt ja. Wie gesagt, wenn jemand Hundebabys isst, dann kann man das schon verurteilen. Ja, das schon. Aber ich meine jetzt so Süßkram halt. Und dann wundern sie sich, wenn es einen Boomerang gibt. Ja, klar. Da fällt mir eine schöne Geschichte ein zu. Der Die ist wirklich wahr über Geschichten-Storytime. Janine, ein Mädchen, das erst 14 war. Die Geschichte heißt der Boomerang-Ziegel. Boah, jetzt kommt wieder eine geile Geschichte von der Maxi. Ray, jetzt. Das ist absolute Philosophie und das ist mega krass. Also nicht absolute Philosophie, krass einfach, okay? Besitzansprüche. Moment kurz. Der vergrabene Schatz. Oh, die ist auch gut. Wegen eines Kruges Weines. Allein oder in Begleitung. Die taube Ehefrau. Die ist sauwitzig. Ich mag die Geschichte sau gerne. Nicht mischen. Die habe ich bis heute nicht gerafft, die Geschichte. Flügel sind zum Fliegen da. Oh, die Geschichte ist auch sehr wertvoll. Die kann ich euch auch irgendwann mal vorlesen. Flügel sind zum Fliegen da. Aber lasst uns mal ganz kurz den Boomerang-Ziegel suchen. Die Geschichte ist witzig. Ist die so weit hinten? Gibt's hier kein Inhaltsverzeichnis? Nee. Muss suchen.
Ich muss jetzt kurz zwei Lieder wünschen. Ne, ich muss die gar nicht wünschen, fällt mir gerade auf. Ach, Linsen. Die 10 Gebote. Der Lügendetektor. Wie Kowski schon gesagt wurde, jede begonnene Aktion hat eine Reaktion zur Folge. Ist das so? Es gibt immer. Hier. Auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Deswegen ist ja Reaktion, gibt's eine Reaktion, eine Reaktion. So, die ist nur ganz kurz. Machst du ganz kurz Pause? Die dauert echt nicht lang. Der Boomerang-Ziegel. An diesem Tag war ich sehr aufgebracht. Ich hatte schlechte Laune und alles ging mir auf die Nerven. Mein Verhalten im Sprechzimmer war gereizt und wenig produktiv. Alles, was ich tat und alles, was ich besaß, war mir verhasst. Vor allem aber war ich wütend auf mich selbst. Wie in der Geschichte von Papini, die George an diesem Tag für mich bereithielt, hatte ich das Gefühl, mich selbst nicht ertragen zu können. Ich bin ein Idiot, sagte ich mehr zu mir selbst. Ein Riesenesel, ich hasse mich. Na schön, Damien, die Hälfte der Anwesenden in diesem Sprechzimmer hasst dich. Die andere Hälfte wird dir eine Geschichte erzählen. Versteht ihr, weil sie zu zweit sind? Genau, passt auf. Es war einmal ein Mann, der ging mit einem Ziegelstein in der Hand durch die Welt. Er hatte beschlossen, jedem, der ihm quer kam und ihn zur Weißglut brachte, einen Schlag mit dem Ziegelstein zu verpassen. Etwas barbarisch, diese Methode, aber wirkungsvoll, nicht wahr? Eines Tages lief ihm ein ziemlich arroganter Freund über den Weg, der ihm etwas Unmanierliches daherkam. Seine Maßregel getreu griff der Mann nach seinem Ziegel und warf ihn. Ich weiß nicht, ob er getroffen hat. Tatsache ist, dass er anschließend den Ziegelstein wiederholen gehen musste. Und das war ihm lästig. Also setzte er alles daran, das System zur Wiedererlangung des Ziegelsteins, wie er es nannte, zu verbessern. Er band den Ziegelstein an eine Schnur von 1 Meter Länge und trat damit auf die Straße. Das System hatte den Vorteil, dass sich der Ziegelstein nie allzu weit entfernte, aber bald stellte sich heraus, dass die neue Methode auch ihre Mängel hatte. Einerseits durften sich die feindlichen Zielpersonen nicht weiter als 1 Meter von ihm entfernt aufhalten. Andererseits musste er, nachdem er den Ziegelstein geworfen hatte, die Schnur wieder aufwickeln, weil sie sich oft verwirrte und verknotete, was noch zusätzliche Mühe mit sich brachte. Also machte sich der Mann an die Entwicklung des Systems Ziegelstein Nummer 3. Im Mittelpunkt stand weiterhin besagter Ziegelstein, aber dieses System war, stand mit einer Schnur mit einer Sprungfeder ausgestattet. Der Ziegelstein konnte also unendlich oft abgeworfen werden und kam jedes Mal von selbst zurück. So war es zumindest geplant. Als der Mann mit dem neuen Modell auf die Straße trat und sich der erste Anfechtung ausgesetzt hatte, warf er den Ziegel. Er hatte sich verkalkuliert, der Stein verfehlte sein Ziel und nachdem sich die Feder ausgelöst hatte, kam der Ziegel zurück und traf unseren Mann genau am Kopf. Er versuchte es noch einmal und verpasste sich einen zweiten Ziegelschlag. Er hatte die Entfernung falsch berechnet. Einen dritten, weil er den Stein zu zeitig losgeschleudert hatte. 107. Einen vierten versuchte er von besonderer Natur. Denn nachdem der Mann sich einmal für ein Opfer entschieden hatte, wollte er zugleich vor seinem eigenen Angriff schützen und so traf der Stein wiederum ihn selbst am Kopf. Wo er eine riesige Beule verursachte. Er fand nie heraus, warum es ihm nicht gelingen wollte, jemanden einen Ziegelstein an den Kopf zu werfen. Lag es an den vielen Schlägen, die er selbst hatte? Oder nicht? Lag es an den vielen Schlägen, die er selbst hatte einstecken müssen oder an irgendeiner seelischen Deformation? Alle ausgeteilten Schläge trafen stets ihn selbst. Einen solchen Mechanismus nennt man Retroflexion. Dabei handelt es sich im Großen und Ganzen darum, andere vor unseren eigenen Aggressionen zu bewahren. In solchen Fällen hält unsere aggressive feindliche Energie, bevor sie den anderen erreicht,